Willkommen zum DAX-Check. Wir starten in eine neue Handelswoche, blicken natürlich wieder auf die Performance des Leitindex zusammen mit Thomas Bergmann. Guten Morgen. Hallo, Marco. Am Freitag haben wir ein bisschen verloren, sind wieder unter 13.000 Punkte gefallen. Jetzt sind gestern Nacht quasi die Sondierungsverhandlungen gescheitert. Man könnte meinen oder hat wahrscheinlich gedacht, jetzt könnte es dann mal für den DAX ordentlich nach unten gehen, aber die Verluste halten sich eigentlich in Grenzen. Ja, das stimmt. Wir waren aber vorbörslich schon bei 12.860 Zähler etwa, also im Bereich des jüngsten Verlaufstiefs. Wir waren da bei 12.847 Punkten. Ja, aber er zeigt sich relativ stabil. Also 0,4% nach so einer Meldung spricht eigentlich schon wieder für den DAX, dass gar keine große Korrektur dann doch zu erwarten ist. Aber ich will jetzt mal da nicht zu früh wieder zu euphorisch sein. Es ist sicherlich jetzt die Unsicherheit da, wie es weitergeht, und das wird schon einige davon abhalten, jetzt hier groß zu investieren. Gibt es denn auch positive Faktoren, die momentan auf ihn wirken? Das heißt ja, dass die Steuerreform noch in diesem Jahr bis Weihnachten durch sein soll, kommen soll? Ja, das wäre natürlich schon eine sehr positive Meldung, zumindest mal für die Amis. Und ich glaube schon, dass sie abstrahlen würde auf den deutschen Aktienmarkt, unabhängig davon, wie dann ob es Neuwahlen gibt, ob es eine Minderheitsregierung gibt. Das könnte den Markt schon positiv beeinflussen, klar. Dann schauen wir noch auf die Charttechnik. Wir sind jetzt ja weiterhin knapp unter der 13.000. Das ist natürlich die nächste wichtige psychologische Marke. Genau, wir haben ja hier die 12.9 auf Schlusskursbasis. Wie wir sehen, ist noch nichts passiert. Ja, also es hatte natürlich besser ausgesehen, wenn wir hier dieses Hoch da rausnehmen. Wäre optimal, dann denke ich mal, geht es auch sehr schnell wieder in die alten Hochs. Fallen wir hier natürlich drunter, dann sind wir hier im Bereich der 200-Tage-Linie bei 12.443 Punkten verläuft die im Moment. Also da hätten wir schon Luft. Ich denke mal, es wird vielleicht noch 2, 3 Handelstage dauern, dann treffen beide Linien aufeinander und das wäre dann schon eine sehr, sehr starke Unterstützung. Also da sollten wir dann natürlich nicht darunter fallen, weil dann kann es wirklich ungemütlich werden. Im Moment schaut es nicht danach aus. Hier in dem Bereich, wie gesagt, eine stabile Unterstützung. Und ja, solange das so intakt ist hier, gibt es auch keinen Grund, jetzt Panik zu verbreiten oder alle Long-Positionen sofort zu schmeißen. Also im Moment, sag ich mal, neutrale Situation. Gilt natürlich auch für die Long-Position, die du uns vorgestellt hast, du so noch gar nicht. Du hast das schon mal geteased am Freitag. Genau. Also wir sind long gegangen am Freitag, nachdem wir eben über die Marke von 13.070 Zähler gestiegen waren, sind wir bei 8 Euro im Schein long gegangen. Klar, sind wir jetzt 120 Punkte tiefer. Stoppkurs haben wir jetzt bei 5,60 Euro mal lanciert. Das heißt nochmal 20% Puffer oder fast 20%. Kann aber sein, jetzt wenn sich der Markt noch etwas erholen sollte, dass wir den noch etwas nachziehen, weil das wäre doch ein Verlust von 30%, wäre schon über Gebühr, sage ich mal. So sind es jetzt 15, das kann man noch verschmerzen. Also von daher würde ich aber jetzt, wie gesagt, noch nicht verkaufen. Wir bleiben jetzt mal drin, beobachten die weitere Situation. Bleibt spannend, wie sich jetzt die ganze Situation weiterentwickelt, nicht nur politisch, sondern auch beim DAX. Dankeschön für heute. Sehr gerne. Thomas, danke auch Ihnen. Wir sehen uns morgen wieder zur gewohnten Zeit mit dem DAX-Check. Bis dahin.